Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie die meisten von euch wissen, haben wir ein Jahr Work and Travel in Australien gemacht. Das ist jetzt schon um die 4 Monate her. Und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr Work and Travel heute nochmal Revue passieren lassen, euch ein Fazit zu diesem Jahr geben und euch erzählen, ob sich das überhaupt lohnt oder für uns gelohnt hat. Wie fing alles an in Australien? Auf jeden Fall nicht gut. Nee, wirklich nicht gut. Also wir sind angekommen und direkt in der ersten Woche hatte ich Hautprobleme. Ich hatte dann überall Hitzepickel, also wirklich am ganzen Körper. Es war nicht schön. Ich werde euch jetzt auch kein Foto einblenden, das sah echt nicht schön aus. Und immer wenn ich in der Sonne draußen war, habe ich richtig Schmerzen gehabt. Also immer so ein Stechen und so. Also er hatte eine Sonnenallergie. Denke ich mal, genau. Ja. Und dann haben wir uns halt ein Auto gekauft. Sind mit dem Auto los und genau als wir dann halt den ersten Roadtrip gemacht haben, bin ich krank geworden. Also ich hatte dann einfach total, also lächerlich eigentlich, es waren irgendwie 30 Grad oder so und ich hatte die übelste Erkältung. In meinem Leben war ich noch nie so erkältet und das war halt auch wieder so richtig doof. Wir konnten die Zeit an der Great Ocean Road dann einfach gar nicht so genießen, also waren beide angeschlagen. Und hatten nur 2 Wochen Zeit, weil wir dann halt unseren ersten Job gefunden haben. Ja. Haben uns mega gefreut, wir sollten stündlich bezahlt werden, $23 die Stunde. Und waren dort dann 5 Wochen und wurden nicht bezahlt. Also es wurde einfach nicht besser. Wir hatten dann halt Geldprobleme, weil wir das Auto halt erstmal kaufen mussten. Dafür haben wir sehr viel Geld ausgegeben. Dann hatten wir mit dem Auto Probleme, das musste repariert werden. Als wir auf der Farm gelebt haben, mussten wir auch von irgendwas leben. Wir mussten uns Arbeitsklamotten kaufen. Deswegen hatten wir dann halt nicht mehr so viel Geld. Allgemeinen Ausgaben, weil auf der Farm mussten wir uns komplett selbst versorgen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit nur Geld ausgegeben. Also das heißt, wir haben die ganze Zeit nur Geld ausgegeben, aber es kam kein Geld rein. Und auch Sprit und so kostet ja auch immer Geld. Genau. Und so kam es dann, dass wir halt weniger Geld hatten, umsonst gearbeitet haben, schon krank waren in Australien und es lief einfach alles scheiße. Und es wurde nicht wirklich besser. Also wir haben dann halt, weil wir da die Geldsorgen hatten, haben wir den nächstbesten Job angenommen. Haben dann auf einer Apple-Farm gearbeitet und haben dann ein bisschen Geld verdient, aber auch nicht viel, sodass wir dann den Job dann halt auch gekündigt haben. Also und die Jobs, die wir dann immer hatten, waren einfach nur Jobs, die uns über Wasser gehalten haben. Also wir konnten nicht sparen, wir konnten uns, wenn überhaupt, die Woche so zum Leben leisten. Wir haben dann ein Jobangebot bekommen in Western Australia, also wir waren zu dem Zeitpunkt nämlich in der Nähe von Melbourne und sind dann rübergefahren nach Western Australia, weil wir dort ein Jobangebot bekommen hatten. Dort sollten wir dann in 2 oder 3 Wochen sein und in der Zeit sind wir dann halt gereist, haben ein bisschen was von unserem Geld, was wir noch hatten, haben wir dann halt die Südküste von Australien gemacht und dann waren wir bei unserem Job und der war leider auch nicht gut. Es war auf einer Erdbeerfarm. Und die Saison war vorbei. Genau. Also die konnten da nichts für, wir konnten da auch nichts für, es sind einfach keine Erdbeeren mehr gewachsen, das heißt, ja, wir konnten einfach kein Geld verdienen. Wir waren einfach so fertig schon mit den Nerven. Ihr müsst euch vorstellen, sowas belastet auch eine Beziehung, es belastet einen persönlich. Wir hatten dann sogar Jahrestag an dem Tag, wo wir dort anfangen sollten. Dann haben sie gesagt, heute habt ihr frei. Also wir sind dann am 25. April sind wir da angekommen. Und da hatten wir halt Jahrestag, haben uns... Also merkt euch das, uns immer am 25. gratulieren. Also wir haben dann halt gesagt, dass wir dann halt den Job annehmen und dort halt arbeiten werden am 25. Dann sind wir am 25. angekommen. Und alle hatten frei. Und dann haben wir schon 5 Stunden oder so vom Tag damit verbracht, einfach nur dahin zu kommen. Und es war einfach total abgelegen in irgendeinem Wald. Das heißt, es ist nicht so, dass man dann sagen kann, ja gut, macht nichts, geht man mal eben raus. Sondern man sitzt dann da. Wir mussten ja bei uns im Auto schlafen. Das heißt, wir hatten ja nicht mal eine Unterkunft. Und so haben wir dann unseren Jahrestag verbracht. Und den Job haben wir dann auch nach 5 Tagen oder so gekündigt. Und dann hatten wir halt noch einen anderen Job bekommen. Dort sollten wir auch stündlich bezahlt werden, aber der Farmer hat uns nach 10 Minuten beleidigt und das war richtig frech vom Farmer. Dann sind wir dort auch abgehauen und dann haben wir gesagt, gut, wir reisen jetzt erstmal nur noch weiter die Westküste hoch von dem Geld, was wir noch haben und notfalls geht es dann halt nach Deutschland, wenn wir nichts Besseres finden. Weil uns auch einfach psychisch ging es uns einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht gut, weil sich einfach alles gehäuft hat in so kurzer Zeit und man ist einfach so enttäuscht von sich selbst, wenn man so hohe Erwartungen hat oder hatte. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, das schlägt dann einfach ziemlich schnell auf die Psyche und belastet halt auch, wie gesagt, eine Partnerschaft. Also wir waren dann komplett auf uns alleine gestellt
Und es konnte uns halt auch keiner helfen. Alle haben halt geschrieben, ja, blöde Situation für euch. Aber das hat uns dann halt auch nicht so viel geholfen. Wir sind dann halt weitergereist und zu dem Zeitpunkt ist dann auch noch mein Hund in Deutschland gestorben. Das war halt insgesamt dann halt schon sehr schwierig. Das kam noch dazu. Dann waren wir in Geraldton, also an der Westküste von Australien. Und dann habe ich auch noch unsere Drohne gecrashed. Die konnten wir dann für die nächsten 3 Monate nicht benutzen. Wir mussten die reparieren, das war auch nochmal richtig teuer. Also der Anfang lief wirklich nicht gut ab bei uns. Also unterm Strich, es war auf jeden Fall eine richtig harte Zeit für uns damals. Und wir haben uns dann dazu entschieden, weil wir einfach gemerkt haben, so sind wir nicht glücklich, es tut unserer Beziehung nicht gut. Und wir haben auch keinen Bock, jetzt irgendwie mit einem schlechten Gefühl Australien irgendwann zu verlassen. Haben wir uns dann einfach dafür entschieden, dass wir einfach von dem restlichen Geld, was wir noch haben, einfach nur noch Australien bereisen, uns weiterhin bewerben während dieser Zeit, aber auch nur für Jobs, die sich wirklich lohnen. Also wo man stündlich bezahlt wird, wo die Arbeitsbedingungen stimmen und. Und dass wir einfach keinen blöden Job mehr annehmen, nur um uns über Wasser zu halten und einfach davon eh nichts haben, weil wir nichts zurücklegen können an Geld. Ja, und das haben wir dann gemacht. Die andere Option wäre halt gewesen, dass wir reisen. Wenn wir keinen Job finden, fliegen wir einfach danach nach Hause. Ja. Und dann sind wir losgezogen, sind die Westküste lang gefahren, hatten eine richtig tolle Zeit und haben uns natürlich weiter beworben. Also wir haben das dann auch so umgesetzt, haben uns währenddessen weiter beworben und es hat sich gelohnt. Wir haben auf einmal wirklich eine Zusage für einen richtig, richtig guten Job bekommen. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon in Darwin und der Job, den wir dann halt bekommen haben, der war allerdings an der Westküste. Also dort, die Westküste haben wir zu dem Zeitpunkt schon bereist. Also wir waren ganz im Norden, müsst ihr euch vorstellen. Also wir mussten dann 1700 Kilometer zurückfahren und die Chefin hatte uns ja noch nicht ein einziges Mal gesehen. Also die hätte auch sagen können, nee, wir nehmen euch nicht. Und dann wäre alles umsonst gewesen. Also wir sind da echt ein Risiko eingegangen. Ja. Das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Ja, und auf einmal lief es dann für uns. Also es hat auf einmal alles geändert. Wir haben dann diesen Job gehabt, sind dort 6 Monate geblieben, weil es uns halt so gut gefallen hat und weil wir halt gutes Geld verdient haben. Wir konnten komplett Australien umrunden, konnten genug Geld beiseite zu legen, um uns das, was wir jetzt machen, diese Weltreise finanzieren zu können. Und das hätten wir sonst einfach uns nie leisten können. Natürlich lief dann nicht alles perfekt. Zum Beispiel, als wir den Job verlassen haben, hatten wir direkt mitten im Outback bei 40 Grad Außentemperatur eine Autopanne. Und der nächste Ort war 100 Kilometer weit entfernt. Aber ich sage euch, wenn ihr auch wenn ihr eine Autopanne habt und ihr wisst, abschleppen kostet Geld, reparieren kostet Geld, es ist schon was anderes, wenn man weiß, man hat genug Geld auf dem Konto, um das finanzieren zu können und danach trotzdem noch weiterreisen zu können, als wenn man mit Geldnot sowas hat. Und zum Glück mussten wir nicht abgeschleppt werden und also diese Probleme haben sich dann von alleine gelöst und sind auch nicht so schlimm gewesen. Also was wir euch mit dieser Geschichte sagen wollen ist, wir sind froh, wie alles gekommen ist, also auch, dass wir jetzt nicht bezahlt wurden. Klar, unser Farmer schuldet uns aktuell noch 5.000 Dollar, die hätten wir natürlich sehr gerne. Aber das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, das Geld werden wir nie sehen. Aber wir sind mittlerweile der Meinung, everything happens for a reason. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, aber das alles aus einem bestimmten Grund passiert. Weil zum Beispiel auch, als wir nicht bezahlt wurden, was halt echt nicht schön ist, haben wir dadurch Freunde kennengelernt, wodurch wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, die Westküste zu bereisen, weil sie gerne die Westküste bereisen wollten. Wir wollten damals die Ostküste bereisen und dann wollten wir ja zusammenreisen und sind dann die Westküste lang gereist. Wenn wir die Westküste nicht lang gereist, hätten wir den Job vielleicht nicht bekommen, dem wir dann halt 6 Monate geblieben sind. Und so ging das einfach dann die ganze Zeit während des ganzen Aufenthalts in Australien. Und deswegen können wir euch einfach nur sagen, ja, für uns hat sich das Work and Travel ja auf jeden Fall gelohnt. Wir sind so sehr an uns selbst gewachsen. Und wir sind auch einfach viel selbstständiger geworden, weil man auf einmal alleine dasteht in einem anderen Land, in einem Land, was nicht deine Muttersprache spricht. Du musst dich um Sachen kümmern wie Autoversicherung, keine Ahnung. Du musst Banktermine wahrnehmen. Du musst dich einfach in einem fremden Land komplett zurechtfinden und dich selbst kümmern, musst in der Wildnis kochen, Essen finden, was auch immer. So ist das da halt teilweise. Und daran wächst man halt selbst so sehr und wird selbstständig. Und was viele von euch vielleicht auch noch interessiert ist, ob eure Englischkenntnisse besser werden. Und da können wir nur aus eigener Erfahrung sprechen. Und meine Englischkenntnisse sind wesentlich besser geworden. Also ich kann es immer noch nicht perfekt sprechen, also nicht zu 100% fließend, aber ich verstehe eigentlich alles. Ich kann mich mit jedem unterhalten. Ich musste im Roadhouse, also dort, wo wir gearbeitet haben, musste ich mit Leuten Englisch telefonieren. Also es ist alles gar kein Problem mehr gewesen. Und früher, also bevor wir nach Australien geflogen sind, war das undenkbar. Hätte ich das niemals hinbekommen.
außerdem zu Australien an sich, wir fanden das Land einfach an sich schon so top. Also es gibt überall kostenlose Barbecue-Grills, die auch wirklich sauber gemacht werden von den Einheimischen. Also das wird richtig gewertschätzt. In Deutschland wäre das echt undenkbar. Ja, ich glaube, in Deutschland wird das so nicht funktionieren. Kostenlos sauber. Richtig gut. Ja, und dann sind die Leute auch sehr hilfsbereit. Also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren halt sehr positiv mit den Australiern. Sehr freundlich, sehr offen anderen Menschen gegenüber. Und wie gesagt, hilfsbereit. Das einzig Negative war zum Beispiel bei manchen Situationen, dass sie halt etwas faul sind. Wir haben zum Beispiel einmal unser Auto zur Werkstatt gegeben, haben gesagt, dass wir einfach nur ein Check-up haben wollen. Also sie sollten uns einfach nur sagen, was an dem Auto gemacht werden müsste. Ja, und unser Auto haben wir erstmal nicht wiederbekommen, konnten keine Werkstatt erreichen. Und im Endeffekt haben sie einfach alles repariert, ohne dass wir das überhaupt wollten. Und haben uns dann die Rechnung gegeben. Und sowas ist dann halt nervig und das ist da öfter passiert. Also, da kann man dann halt auch nicht viel machen. Also, egal wie oft man sagt, ja, man möchte es auf jeden Fall nicht repariert haben, man möchte das nicht oder so. Manchmal machen sie dann einfach solche Sachen. Aber ich finde, das sind alles einfach nur geringe Übel und damit kann man leben. Also, Australien ist auf jeden Fall unserer Meinung nach ein tolles Land, um dort für ein Jahr Work and Travel zu machen und dort zu leben. Das Wetter ist richtig gut, die Natur ist wunderschön, also wirklich richtig gut. Und falls ihr mit dem Gedanken spielt, ob ihr wirklich in Australien Work and Travel machen wollt, dann können wir euch wirklich nur empfehlen, macht es. Also es wird euch so verändern, positiv verändern. Natürlich können wir nicht sagen, dass es bei jedem so wird wie bei uns. Teilweise wünschen wir euch das auch nicht, dass ihr die gleichen Erfahrungen macht wie wir. Aber es ist ja auch von euch abhängig. Also je nachdem, wie ihr euch verhaltet, was ihr für Risiken eingeht. Und ja, man kann das ja auch schon irgendwie selbst beeinflussen. Also im Nachhinein hätten wir zum Beispiel den Farmjob auch nicht annehmen sollen. Das war schon so ein bisschen doof. Ja, es war halt naiv, aber... Ja. Können wir jetzt nicht mehr ändern. Und ja, also falls euch das Video geholfen hat, oder wenn ihr sagt, ja, ich werde jetzt auch Work and Travel in Australien machen, dann würde uns das auf jeden Fall richtig freuen. Ihr könnt uns gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr keine zukünftigen Videos mehr verpassen wollt, weil wir sind jetzt noch gerade auf Weltreise, dann lasst doch gerne ein Abo da. Das ist kostenlos. Und wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.